Leute und willkommen zurück zu Pet Simulator 99. Heute kommt das neue Update raus. Und ja, man hat irgendwie dreimal Luck für Huge Pets. Leider habe ich jetzt hier neu angefangen, neuen Rebirth, aber ich hätte die jetzt eh nicht ziehen können. So, einmal müssen wir zu den Dings hier. Wir schauen, Other Pets machen wir mal weg. Da hat nämlich jemand einen Kommentar geschrieben. Reduce Orbs. War das das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es anscheinend dann nicht mehr ganz so laggen vielleicht. Mal schauen, ob das was bringt. Ich weiß nicht, was Orbs... Also, es kommen doch immer noch welche. Warte. Reduce Orbs. Okay. Okay, auf jeden Fall... Ich sehe nur meine Pets jetzt und ja, wir müssen uns auf jeden Fall hier durchkaufen. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Haben wir denn Coin Boosts? Let's see. Oh, let's see. Coins. Ja, Mann. Was ist das? Critical. Machen wir mal mehr Coins, weil wir brauchen Coins, um halt weiterzukommen. Ja, wir werden in diesen Videos nur einfach uns durcharbeiten. In die Welten und so, ihr wisst schon, was ich meine. Kann ich schon spinnen? Ich kann schon wieder spinnen, echt? Okay. Wir haben einen Spin, vielleicht sind wir lucky. 50%. Ah, Speed ist das Unnötigste im ganzen Spiel. Was gibt's hier eigentlich drin? Warte, es gibt ein Buch, das ist richtig selten. Nämlich, wird es mal angezeigt? Hallo? Nee, immer noch nicht. Der Ente ist so selten. Hier, nee. Wo ist es? Hier das. Fortune oder so, keine Ahnung. Oh, coming soon hier. Und ja. Genau, wir können es direkt in die nächste Area holen. Das heißt, kaufen. Wir sind immer noch hier in dem Gebiet. Use more pets. Ja, komm, warum nicht? Wir müssen auf jeden Fall irgendwann noch mehr Schaden machen. Das ist wichtig. Ja, und den Rang müssen wir auch erhöhen, auf jeden Fall. Könnt ihr mir irgendwie dabei helfen? Eigentlich geht das nicht, aber trotzdem. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, wie das schnell geht. Ich muss 8 Früchte benutzen. Das ist schon nicht wenig, aber... 4, 5, 6, 7, 8. Hallo? Also, Leute. Wir können uns noch eine Potion abholen. Ja, ich bin eher bei den Büchern so gespannt. Strong Pets. Hier Bananen. Bekommen wir ein paar Bananen zurück. Oha, wir haben auf einmal voll viel Geld. Break 15 Diamond Breakables. Ja, das ist nicht so eine Quest wie Collect 50 Diamonds. Hey, bekomme ich mehr Diamonds jetzt? Ne, 375. Hä, hey, aber Earn 300 Diamanten. Das habe ich doch. Oder bin ich dumm? Keine Ahnung. Potions kosten Geld hier, ne? Ah, ne, mach ich aber nicht. Ja, komm. Wir bekommen ja relativ viel Geld. Ich habe jetzt mal die Strong-Bücher, ja, wie ihr schon gesehen habt, weggetan. Ja, genau. Sollte, glaube ich, trotzdem. Wir machen ja, meine Pets machen viel Schaden. Genau. Und schreibt immer Tipps in die Kommentare, weil das hilft auf jeden Fall. Und es laggt, denke ich mal, nicht mal ganz so viel. Es laggt immer noch, aber weniger ein bisschen. Ein bisschen weniger laggt es auf jeden Fall. Immer noch die Eggmaschine, ne? Wir können es halt ein paar kaufen noch. Ja, das reicht erstmal. Am besten sollte man jetzt schon die Gems ausgeben. Aber ja, ich war halt relativ spät dafür jetzt. Egal. Eine Goldbarre brauchen wir. Wir sind jetzt bei Area 10 und wir müssen bis zu Area 50 kommen. Damit wir wieder aktiv sind, wenn das Update rauskommt. Also wir waren ein bisschen zu spät. Also wir haben ein bisschen lange gebraucht. Oh, hier ist eine Diamond Breakable. Das heißt, wir müssen noch 48 sammeln. Toll. Gut. Nächste Area können wir uns einfach kaufen. Als nächstes 6 Goldbarren. Ja, das sollte kein Problem sein. Das dauert wahrscheinlich eine Minute. Wenn überhaupt. 20 Sekunden. Ja. Was cool wäre, wenn Pet Simulator UGCs rausbringen würde. Limited UGC. Irgendwie so 100.000 Stock-Item. Irgendwie am Ende, wenn man 2 Rebirths hat, dann kann man das claimen. Oder wenn man... Oder es ist irgendwo versteckt. Keine Ahnung.
Irgendwie so ein Hiding-Spot. Und es gibt auch noch was Interessantes, was ich sehen möchte, ob das stimmt. Dafür müssen wir zur Welt irgendwas mit 22, glaube ich. Also es dauert noch ein bisschen. Wir müssen halt farmen und das nervt. Aber es geht schneller, sage ich mal. Ne? Es geht wirklich schneller. Das heißt, wir machen ein paar Parts einfach nur zum Durchfarmen, sage ich mal. Genau. Da kommen neue Eggs raus, glaube ich auch. In dem Update. Okay. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt und dass ich wieder doch 2 Videos vielleicht am Tag hochlade. Das mache ich doch nicht. Sagen wir mal, ich habe schon manchmal nur ein Video hochgeladen einmal. Ich glaube, 2-mal habe ich nur ein Video hochgeladen, weil ich eigentlich am Donnerstag Miitopia hochladen wollte. Aber dann habe ich dann aus diesem Petsimulator hochgeladen. Deswegen kam am nächsten Tag auch nur ein Video davon. Ne? Wollte eigentlich 2 machen, habe ich dann aber auch vergessen. Ne? Das ist alles wirklich, das ist schwer ein bisschen. Eins zu teilen. Ich könnte Zeiten ausmachen, damit ich es nicht vergesse. Ja, könnte ich machen. Aber es geht schon so. Genau. Eigentlich habe ich nichts zu tun, außer hier, also mich weiter, also hier weiter zu fahren. Sonst habe ich nichts zu tun eigentlich. Aber man muss halt weiterkommen, ne? Und dann halt aktiv beim Update dabei zu sein. Weil das Update kommt in 7 Stunden. Das ist nicht so gut, weil wir noch nicht viel haben. Also wir haben schon ein bisschen was, aber wir müssen halt noch farmen. Wie ich jetzt schon so 100 Mal sage. Farm, farm, farm ist wichtig. Ja, es geht schon schneller. Warte, Baumhaus? Nobody's home. Ich habe keine Ahnung, wie man da reinkommt, Leute. Wisst ihr das? Schreibt auch mal Kommentare, wenn, zum Beispiel, wenn ich mal nichts weiß. Also, dann schreibt in die Kommentare, wie man das macht. Zum Beispiel hier, wie kommt man ins Baumhaus? Schreibt einfach in die Kommentare, wie das geht. Oder ab wann das geht halt, weil ich weiß das nicht. Das ist alles so neu. Das Spiel ist ja erst vor einer Woche rausgekommen, oder? Oder? Ich glaube schon. Und wir haben schon über 10 Parts hochgeladen, was ich gut finde. Ey, ich meine über 90. Das ist jetzt der 20. Part. Oh, was ist das denn? Traveling Merchant? Ja, es ist... Die habe ich noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Neues... Ach, da steht auch neues Update. In 7 Stunden. Das ist doch cool. Ja, darüber wird es direkt auch ein Video geben. Ja, habt ihr richtig gehört. Free Potions. Okay. Ist okay. Okay, ja. Nächste Area halt. Was soll ich sonst sagen? Ach, die Dschungel-Obby. Ja, die war... War das diese schwere... Keine Ahnung, so schwer sind die eigentlich alle gar nicht. Aber am Handy ist es halt nicht ganz so leicht. Aber wie man sehen kann, ich mache relativ viel Geld. Hey, gerade mache ich richtig viel Geld dafür. Aber sonst irgendwie nicht. Ja, wir haben jetzt schon wieder genug für die nächste Area. Und das ist Area 19. Dann kommen wir zu Area 20, zum Kindergarten. Und es geht ja, wie gesagt, schnell. Oh, hier ist eine Riesenkiste. Und wir bekommen relativ viel oder sehr viel. Das heißt, nächste Area... 10 Pets ready. 11.000. Oh, wir haben ganz schön viel Geld bekommen, ne? Das heißt, ein bisschen was. Aber das lohnt sich halt wirklich. Viele Gems bekommt man auch. Vielleicht kann ich auch bald ein paar Rainbow Pets da rein machen. Warte. Mal sehen. Noch mehr. 12.000 Gems ist okay. Achso, ja. Kommen wir schon mal die nächsten Areas. Ach, das Free Enchant. Magnet brauche ich nicht. Ja, nächste Area. Eine kaufen uns in diesem Part. Würde ich sagen. Das ist dann schon Area 24 da oben. Und somit würde ich Part 1 von dem Durchfahren beenden. Eigentlich nicht. Ein bisschen weiter machen wir noch. Weil das dauert halt lange. Weil das sind ja noch nicht diese schlimmen Areas. Weil jetzt kommen die Areas, die halt lange dauern. Das kostet halt... Ah, das kostet noch keine silberne Münze. Egal, im nächsten Part machen wir weiter mit den anderen Welten. Ich sag mal, ciao, bis zum nächsten Mal.